Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Ja, ich habe euch leider etwas vorenthalten. Ich hatte nämlich gerade gesehen, ich habe gerade das Spiel nochmal neu gestartet, beziehungsweise den Save Game nochmal neu gestartet. Und ja, es gab quasi neues Intro. Ich weiß nicht, ob das mit einem Patch gekommen ist oder so, aber nach dieser Parade, ja, es gibt halt ein neues Intro, ne? Wo dann auch Nachrichtensprecher kommen, die sagen, hey, da gab es einen Anschlag und bla 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 und Anarcho wurde entführt und bla 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 bla. Also so die Geschehnisse aus der letzten Folge. Das fand ich sehr, sehr cool. Vor allem eben halt auch das Menü. Mal gucken, ob man das hier noch sehen kann. Na, leider nicht. Das sieht man jetzt hier gerade nicht. Mal gucken. Vielleicht denke ich nochmal dran, das einzublenden. Aber es scheint eben halt so quasi so Meilensteine zu geben. Ja, wo man, wo sich halt das Menü ändert. Das sah an sich ganz nett aus. Mal so mal der Vollständigkeit halber, mal sei es mal erwähnt. So, ja, begib dich zur Kapelle, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da unbedingt hin sollten. Ich kann hier gerade auch gar nichts. Warum kann ich hier dann gerade... Doch, jetzt kann ich das... Naja, okay. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn gucken? Was wollte ich gerade gucken? Achso, ja, richtig, Journal wollte ich gucken. Ich wollte gucken... Hauptmission. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht mit dem Cloud. Das müssen wir eigentlich auch nochmal alles machen, hier den ganzen Krams. Heroes. Wells. Sprich mit Polizisten. Finde Sandras Datenbank. Gottes Willen. Sprich mit Nix. Ja, wie soll ich denn mit Nix sprechen? Elizabeth Perelev. Julie. Ah, X-Faktor. Alles klar. Da haben wir's. Mega-Gebäude H8. Trifft dich am frühen Morgen mit Judy auf dem Balkon des Clouds. Das wollte ich eigentlich ganz gerne gemacht haben. Dann markiere ich das doch mal. Zackelwupsel. Trifft dich morgen früh. Okay, das heißt, irgendwie ist die Steuerung gerade so ein bisschen Murks. Huch! Fuck! Ich glaube, es wird so langsam schlimmer. Ist auch die Frage, ob Johnny das steuern kann. Ob er sagen kann, hey, ich lass mal locker oder nicht. Natürlich ist das der scheiß Chip. Meine Silberhendiose. Inkubiert. Silberhendiose. Hör ich da etwa Vorwürfe in deiner Stimme? Oh, fuck! Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mit dem Job abklappst. Bla bla bla. Arasaka ist scheiße. Bla. Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Tja, toll ist anders. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer, wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn es sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Naja. Aber er mag dich nicht mal. Das Problem ist, dass du glaubst, der Zweck heiligt die Mittel. Jetzt weiß ich nicht mal, wohin ich will. Ja, ich weiß ja nicht einmal, wohin ich will. Komm, wir hauen ab. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Du bist auch ein Killer. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Fakt ist ja mir irren im Kopf. Wir verdienen einander. Du bist unberechenbar. Darauf will ich hinaus. Ist ja auch egal. Was ich meinte ist, du bist unberechenbar. Das sagt der Richtige. Denk daran, wo du mal warst und wo du jetzt bist. Die Richtung ist klar. Jetzt bist du am Zug. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie
Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? Hm. 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Ewigkeit. Weil man dort für immer und ewig gefangen ist. Nein, nichts ist ewig. Und die Psychen in Mikoshi merken nicht, wie die Zeit vergeht. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Du weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Okay. Dann los. Eigentlich müssen wir dieses Mikoshi eigentlich in die Luft sprengen. Und toll, jetzt ist die Mission wieder weg. Naja, gut. Wo war denn das jetzt? X. Wie hieß denn das jetzt noch? X. Human Nature. Together. The Beast. Wo war das? X-Faktor, das. Das wollen wir uns mal angucken. So. Nee, aber dann müssen wir eigentlich Mikoshi. Das ist eigentlich. Das wird sicherlich so eine finale Mission werden, dass wir Mikoshi wegsprengen müssen oder sowas. Aber auch krass, wenn er sagt, so, wir haben. Er hat erstmal eine Atombombe gezündet irgendwo in der Stadt. Das ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Das ist schon so ein bisschen klein wenig krass. So, wo ist mein Auto? Möp. So, und auf geht's. So, warte mal, hatte ich mich überhaupt ausgemüllt? Inventar, Rucksack. Auch eher mein Rucksack. Hatte ich offensichtlich nicht. Ja, gut, das sind ein paar Sachen. Nee, hatte ich offensichtlich ganz und gar nicht. Okay, warte mal, ich muss noch mal kurz aussteigen. Das finde ich nicht gut. Ich muss noch mal unbedingt mich ausmüllen. Bevor wir in die nächste Mission gehen, da werden wir wieder 1000 Sachen wieder mitnehmen, da habe ich sonst keinen Bock drauf. No, einmal, zack. Einmal Scharfschützengewehr. War das Scharfschützengewehr, was wir bekommen hatten? Für die Mission? Wäre möglich, ne? Ja, wenn, dann kaufe ich mir wahrscheinlich sowieso ein besseres. Ich habe zum Beispiel das hier noch. Das kann zum Beispiel. Wobei, wir können auch ein bisschen Junk verkaufen und können ein bisschen was auseinandernehmen. So. Ach übrigens, ich hatte das nochmal gelesen. Jetzt weiß ich nämlich auch, wo ich den Kommentar her hatte, von wegen Crafting und so weiter. Das war nämlich unter Steam, in der Steam-Gruppe. Da hatte ich nämlich dann gelesen, wie man da rankommt an dieses Material. Also zum einen findet man natürlich das Material irgendwo in irgendwelchen Loot-Containern. Und zum anderen ist es natürlich so, dass man auch gerade aus solchen Waffen hier zum Beispiel was rausbekommt. Na, so ist es nicht. Ich muss einmal ganz kurz schauen, wie das aussieht mit den Klamotten. Da müssen wir auch nochmal genauer hingucken. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, in der Ewigkeit im Menü zu verbringen.
Ich gehe mal kurz hier rein. Inventar, Rucksack. Also die Materialien, ja? Das ist so legendäre Item-Komponenten und sowas. Sowas kriegen wir eigentlich immer hier raus. Nicht? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese Waffe auseinandernehmen, dann seht ihr, wo das hingeht. Ja? Das geht hauptsächlich natürlich in die Komponenten. Das heißt, je hochwertiger natürlich die Waffen sind, desto hochwertiger sind natürlich auch die einzelnen Items. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Pistole nehmen würde. Das ist ganz schön krass, ne? Na gut, die hat ein bisschen höhere Schussfrequenz. Die Pistole ist natürlich schon ganz nice. Nehmen wir sonst mal... die Pistole ist natürlich auch lecker. 219. Nehmen wir die mal auseinander. So, und da sieht man, da kriegt man von allen Items so ein bisschen was. Ne? Also desto besser die Waffe ist, desto mehr kriegt man natürlich von den ganzen Krams. Ich nehme nur mal kurz die Lilanen. Ich nehme mal die Lilanen auseinander. Wir kriegen ja noch andere Waffen. Da sieht man dann auch gleich, was für Items man rauskriegt. Ne? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel weiß anklickt, dann seht ihr, dass ihr von den oberen zwei kriegt. Von den blauen, da kriegt ihr die oberen vier. Von den lilanen hier kriegt ihr die oberen sechs. Und für den anderen brauchen wir dann halt die legendären. Ne? Also wenn ihr die haben wollt, dann braucht ihr halt goldene Waffen. Ist, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll, würde ich mal sagen. Ziemlich logisch nachvollziehbar. Und wenn man zum Beispiel... wir gehen jetzt ins Menü. Itemherstellung. Und dann habt ihr eben diese Schema da. Diese Schemas, die ihr kaufen könnt. Oder wahrscheinlich auch finden könnt, denke ich mal. Und das sind dann eben Sachen, die ihr herstellen könnt. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel... hier ist es eine epische, ikonische Waffe. Und hier steht ja, was ihr da an Material braucht. Ja, und da habt ihr dann, seht ihr, was ihr dafür braucht. Wir brauchen dann eben noch ein paar seltene Item-Komponenten. Wir brauchen noch epische Item-Komponenten. Und wenn wir das haben, könnten wir diese Waffe herstellen. Aber hier haben wir zum Beispiel Jinchumaru, legendär ikonisch. Die sieht natürlich schon fett aus, ne? Bräuchten wir noch ein paar lilane Sachen. Also es macht schon Sinn, dann eben lilane Sachen oder generell die Sachen halt einzusammeln. Von den kleineren eher weniger. Von den schlechteren Sachen, also, so, wenn wir hier mal bei den Waffen sind. Also was hier. Die weißen, die sind, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Na, wobei man sicherlich von den Teilen wahrscheinlich ein bisschen mehr braucht. So. Ja, ich nehme trotzdem erstmal alles so ein bisschen auseinander, was wir jetzt nicht zwingend brauchen. Schrotflinte? Warum habe ich eine Schrotflinte ausgerüstet? Schrotflinte? Wann habe ich denn bitte eine Schrotflinte ausgerüstet? Das verstehe ich jetzt gerade mal nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Journal, ein Rucksack. Sortierung, Charakter. Inventar. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, warum ich die gerade die Waffe habe. Verstehe ich absolut nicht. So, die möchte ich eigentlich drin haben, die Waffen. Haben wir noch einen Silencer eigentlich? Haben wir nicht, ne? Schade eigentlich. So, Itemherstellung. Upgrades. Ach, Upgrades. Upgrades müssen wir auch mal gucken. Das habe ich auch mir auch vorher noch nicht angeguckt. Blockiert. Nicht genügend Komponenten. Ah, okay. Also kann man auch Upgrades durchführen. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also das, was ich jetzt auch gerade zum ersten Mal Upgrades, kann man also auch machen. Also funktioniert im Prinzip genau wie das Herstellen. Man klickt halt was an. Und dann brauchen wir halt bestimmte Komponenten. Das ist ja auch interessant. Das müssen wir uns auch mal genauer angucken. Das heißt, es macht durchaus Sinn, eigentlich so gut wie alles auseinanderzunehmen. Größtenteils zumindest. Und Junk können wir verkaufen. Alles andere können wir, glaube ich, auseinandernehmen. So, Rucksack. Ich nehme mal kurz den Krams auseinander. Was ist das denn? Tech-Scharfschützengewehr. Das ist natürlich interessant. Tech-Scharfschützengewehr müssen wir uns mal angucken, was das kann. So. Das machen wir mal weg. Das machen wir weg. Das Grüne weg. Ja, ist immer noch besser als die Waffe, ne? Da habe ich immer so viele Mods drauf. Ich glaube, ich schmeiß das mal weg. Das hier. Das mal wegnehmen. Dann nehmen wir das Scharfschützengewehr mal mit. So. Alles klar. Da haben wir zwei Katana. Was
Ist heftig, ne? 546, alter Schwede. Ich glaube, das können wir mal auseinandernehmen. Das können wir auseinandernehmen. Oh Gott. So. 19.030 minus... können wir das mal eigentlich... Kriegen wir da auch Teile für? Na, ein paar Teile kriegen wir auf jeden Fall. Ich weiß auch immer nicht, was ich alles mitnehmen soll. Reichweite. Das kann weg. 0,26. Wir haben so viele Teile. Gut, das war ein bisschen größer. Pacifier. Das Problem ist ja, wir kriegen alle naselang neues Material, ne? Das ist ja... Ich glaube, hier sollen wir auch mal den ganzen Kram... Ich weiß was, ich werde das mal machen. Ich werde den ganzen weißen Kram mal wegnehmen. Weil... So, ab grün behalte ich noch mal ein bisschen. So, Cyberware. Weiß ich nicht, ob wir das noch brauchen können. Gibt ja $4, das ist ja nix. Fallen lassen. Na, okay. Gut. Ich hatte gesagt, ich wollte eigentlich nicht so lange in den Menüs bleiben. Jetzt bin ich da noch ewig lange drin. Gut, dann lass es mal losfahren. So, dann helfen wir erstmal Judy. Lass Klaus erstmal platt machen. Das wird sicherlich auch super einfach. Hier sollen wir abbiegen. Ich achte da mal nicht drauf, wo ich abbiegen muss. Entschuldigung. Oh, huch. Das kommt davon, wenn man hustet. Ich wollte nicht ins Mikrofon husten, aber ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Tut mir leid. Moin zusammen, hallo. Boah, ey. So, 1 Uhr, wir müssen allerdings vor ein bisschen warten. Mach, geht das da jetzt richtig los? Muss aber trotzdem, glaube ich, mal kurz was gucken. Eine Sekunde. Tut mir leid, ich muss mal kurz nämlich was schauen. Ich muss nämlich mal sehen, ob wir noch genug Munition haben. Steht hier aber nirgends, ne? Oder steht das unter Itemherstellung Inventar? Rucksack. Steht es da irgendwo mit bei? Munition? Ja komm, weißt du was, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders, dann schauen wir lieber hier nochmal. Kommen wir sicherlich irgendwo. Kommen wir doch irgendwo garantiert nochmal vorbei. Guck mal, davor ist doch direkt schon... Sehr schön. Davor ist noch nämlich direkt so eine Kiste. Dann holen wir uns da nämlich noch ein bisschen Munition. Müssen wir nur dran denken, dass wir es auch gleich machen. Ach Gott, wie? Gut, dass du rangehst. Ich glaube, ich könnte deine Hilfe brauchen. Ach, hör mich jetzt. Du glaubst? Okay, ich brauche wirklich deine Hilfe. Können wir uns treffen? Ja klar, Schätzelein. Sag mir wann und wo. Sag mir einfach wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Aldi Kaldos Lager. Ich erklär's dir dort. Die alte Kaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach. Ich bin schon da. Tja, es könnte bei mir ein bisschen länger dauern, so ein paar Stunden. Warum nimmt er das denn jetzt auf einmal an? Weil das eine Hauptmission ist, oder wie? Och, Leute. Na ja, gut, komm, pass auf.
dann drehen wir halt um. Wenn das Spiel sagt, dreh um, dann drehen wir halt um. Das ist, wenn das so sein soll. Oh, Alter. Oder wir können ja zumindest ich mach mal schnell porten. Das ist, dauert mir sonst zu lange. Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Ach, guck mal, da ist er direkt gleich links. Ist ja gleich so ein Porting-Platz hier. Da, aber nein. Wir machen noch einen Platz da. Abi muss vorbei. So. Einmal Ziel auswählen und wir wollen dahin, zu dem Schnellreise. Das gönnen wir uns mal. Sollten wir sowieso ein bisschen öfter nutzen. Mist. Eigentlich wollte ich echt mit Judy mal losziehen. Aber na gut, das eine ist eine Nebenmission, das andere ist eine Hauptmission wahrscheinlich, keine Ahnung. Und wenn das Spiel sagt, so nee, spiel mal lieber erstmal mit Panem, im wahrsten Sinne des Wortes, dann, dann machen wir das auch. Bin ja mal nicht so. So, wo haben wir jetzt hier noch eine Kiste? Munition? Ach, hier ist noch ein Ripper Dog. Wollen wir das schon einkaufen? Naja gut, wir haben noch nur 4000 Dollar. Ist das nicht so geil? Naja, ist jetzt nicht so geil. Na gut. Panem! 40 Meter, dann ist er. Hallo. W, gut, dass du hier bist. Ja. Ah, wieder mein Alter. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Oh. Aber, weißt ja. Familie. Du sagst es. Gut, was ist dann passiert? Was ist los? Sag schon. Die Rays haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Raves waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ist aber nicht kurz. Ja, komm mal, was ist? Immer, Panam. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Ich werd's überleben. Ich denke auch. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Hab ich das? Und obendrauf der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Gib mir die Wumme! Mehr muss ich nicht wissen! Arschgeil. Ich werd nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Tja. Neidisch? Eifersüchtig? Nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saul wahrscheinlich. Ignoriere das. Hey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Wenn ihr euch schon nicht bewegt, um eurem Chef zu befreien, dann machen wir das halt. Die Pros. Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Huch. Er müsste gleich hier sein. Gut. Ich benehme mich da in der Zwischenzeit schon mal, ne? Von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich bin übrigens wie der hier gerade so ein bisschen plündert. So, können wir loslegen? Wo ist die Wumme? Mutti, wo ist die Wumme? Lehn dich ans Auto. Ach so, ich muss mich. Das ist eine Mission. Ich muss mich ans Auto anlehnen. Sonst startet die Mission nicht. Okay, wie sieht der Plan aus? Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager? Ich deck dich. Moment, heißt das, nur wir zwei gehen rein? Und was ist mit euch? Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Ja, und dann ist auch noch Hälfte über. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Ja, ich hab ja auch recht. Ich kann es nicht verstehen. Was für Schmucht. Wollte ich nicht gesagt haben. Ich hab eine Drohne zum Raid-Lager. Weicheier, wollte ich sagen. Weicheier. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln?
Dann nörgel ich lieber eine Windspinne. Sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Die haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. So, muss ich denken, wie wir fliehen, wa? Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal, siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Beobachte den Eingang zum Lager und die Umgebung. Ja, bin ich dabei. Da können wir zumindest schon mal rein hier unten. Ansonsten sehe ich hier gerade nicht so viel. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Ich wäre für das, wäre zum Beispiel für den Zugang. Einiges los hier, du. Siehst du die Spuren? Ja. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Ja, Sekunde, ich scanne mal gerade die anderen Heinis hier. Das sind ja überall Leute hier, alter Schwede. Das wird ganz schön heikel werden hier. Da drin haben sie bestimmt Zoll festgehalten. Das Hauptgebäude, da. Da müsste Saul drin sein. Als wenn es keiner mitbekommt, dass da eine Drohne reinfliegt. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Ja, auch das noch. Nur das. Ja, dann geht das ja noch. Ich dachte, wir hätten gar nichts zu tun hier. Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier hinten rum rein, wa? Würde ich mal so sagen. Ach. Mal, das könnte vielleicht das Steuerpult sein hier vorne. Wie Kameras.
Aber hier auf der Seite ist nichts weiter. Okay, na damit gut. Können wir arbeiten. Alles klar soweit? Boah. Ja. Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Ja, das ist meine Spezialität. Wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Saul da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ja, holen wir Saul da raus. Klar? Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Jo. Hauptsache, ich krieg die Waffe, die mir versprochen worden ist. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Ganz schön dunkel hier. Ich hab da noch was. Ja? Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Juhu. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie, fährst du mit mir mit? Na klar. Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ach so. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Krieg ich da noch die Bumpe? So, dann auf geht's. Auf geht's in den Tanz. Da müssen wir mal gucken, dass wir da so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen stealthy durchkommen, aber... Ja, das sind schon etliche Gegner, oh, cool. Also. Wir haben sogar ein Radio. Guck dich aus, wenn du willst. Oh nee, oh Alter, was ist das denn für... Mal gespannt. Das wird sicherlich keine leichte Nummer werden. Aber Hauptsache wir haben Munition und eine ordentliche Wumme. Das ist wichtig. Und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen ja so ein bisschen leise auch ausgekillt. Also. Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... So, 600 Meter. Dann geht der Tanz los. Heilige, siehst du das? Nein. Es ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Ja, bin auch unterwegs. Was für ein Sturm? Ach, da oben. Was ist der Sturm? Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Jo. Das Licht haben sie wahrscheinlich auch sowieso nicht gesehen, aus der Entfernung. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Jojo. Steig aus dem Van. Ich bin ausgestiegen. Hält ja auch kaum auf hier. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Okay.
Ach, guck mal, das sieht doch mal interessant aus hier, oder? Huch. Ah, ich hänge fest. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ich komme hier noch rüber. Ah, ich komme noch rüber. Alles klar. Ich dachte, ich hänge fest. Das habe ich jetzt auch noch gerade per Zufall gesehen. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß zwar nicht, wo wir da rauskommen, aber vielleicht... Ich glaube, hier ist ein Schlupfloch nach drinnen. Perfekt. Die Vollpfosten werden nichts merken. Nein, technische Fähigkeit. Oh, warte mal, das können wir fixen. Technische Fähigkeit 8 von 9. Technische Fähigkeit, Sekunde. Technische Fähigkeit. Ups. Einmal zurück. So. Zack. Und schon können wir es. Oh, hier ist was Lilanes. Sounds zerstören. Plong. Bei den... Moment, das ist er doch, oder nicht? Ist er das nicht? Ist das nicht Saul? Sag jetzt nicht, dass es so einfach ist. Das macht mich nervös. Das kann nicht so einfach sein. Und wir haben ein legendäres Schema gefunden gerade. Geil. Das ist er doch. Das gibt's ja nicht. Ich gehe mal kurz scannen. Ja, Saul Bright ist er. Ist er doch. Ja, warum holen wir den jetzt nicht und hauen ab? Soll... Naja. Das Spiel will nicht, dass wir ihn gleich mitnehmen. Gut, es wäre zu einfach. Ja, wie geil wäre das? Wir schleppen ihn raus oder bin ich... Okay, wir können wieder los. was ist das denn? Verstehe ich gerade nicht. Ich verstehe gerade nicht, warum wir hier nicht rausholen können. Knick, knack. Deswegen denke ich nämlich, dass es eben nicht so einfach sein wird, weil sonst hätten wir ihn schon längst befreien können. So, Dateien, net. Dateien, aktueller Bedarf. Gliedmaßen, Qualität egal. Ja, klar, sicher logisch. Aufklärungsbericht. Das Land ist gut für häufige Raubzüge. Hier gibt es fast keine Kaldos. Und die Militech-Patrouillen kleben an ihre Anlage wie Fliegen an der Scheiße. Wir sind aber auch auf ein paar schwer bewaffnete Breaker gestoßen. Sie trauen sich immer wieder ins Gebiet. Wie sieht die Strategie aus? Ignorieren? Wie du weißt, mussten wir wegen der schlechten Streifzüge im Süden mit anderen roughen Gruppen zusammenarbeiten. Aber das ist auch schon alles. Deshalb, von Night City ist niemand stärker als wir. Falls uns irgendwer für die verdammte Wohlfahrt hält, weißt du, was zu tun ist. Das ist unser Gebiet. Porno-BD, genau. Porno, das wollen wir garantiert lesen. Ihr Erbe. Arbeite für Bett, ja bla bla. Das zieht. Zuckerhall. Ich weiß, dass ich hier keinen Spar. Das ist hier kein Spar, aber hier zieht es total. Und das geht uns auf die Nerven. Ich schwöre, das liegt am Ventil bei den Rohren, dass es nicht aufgeht. Am Tag schwitze ich hier im Keller ohne Ende, wenn ich diesen Kaldo-Wichser bewache. Und es wäre echt super, wenn ich mir nachts nicht den Arsch abfrieren würde. Mach was mit diesem kompletten isolierten Keller, bevor ich Eiszapfen aus den Eiern kriege. Bevor ich Eiszapfen an den Eiern kriege. Okay.
Haben wir auch geklärt. Gebiet. Achso, was haben wir hier noch? Geh zum Hauptgebäude. Warum müssen wir zum Hauptgebäude, wenn wir da unten den. Ach. Verstehe ich nicht. Warum müssen wir zum Hauptgebäude? Das ist mir echt zu hoch. Wir hätten ihn jetzt erstmal safen können. Das gefällt mir ja gar nicht. Gut, dass wir noch gerade so. So. Nee, mir gefällt das nämlich auch nicht. Aber das Looten, das gefällt mir. Ich sehe gerade gar nichts. Huch. So. Da ist ja noch jemand. Dreht uns aber gerade den Rücken zu. So. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier noch ein bisschen aufklären, wa? Gibt's nichts zu scannen. Ja, vielleicht auch besser so. Ich verstehe nicht, warum wir unbedingt zum Hauptgebäude sollen. Ich verstehe es nicht. Bin im Keller. Wenn sie ihn irgendwo festhalten, dann hier. Aber willst du dich verarschen? Wir sind gerade an ihm vorbeigelaufen. Der ist doch da unten. Finde Saul. Finde Infos über Saul. Finde Saul. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Aber das war doch Saul, oder nicht? Da stand doch Saul Bright, oder keine Ahnung, wie er heißt. Okay. Ja, ich glaube, ich hab ihn. Ist er? Tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. Ich sag das zwar besser, so. Das ist nix. Moin. Habt ihr meine scheiß Zigarre dabei? Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Ja. Aber sie ist fort. Nein. Nicht also auf ewig. Aber nein. Du. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Und? Wie geht's ihm? Beschissen. Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Nee, nix. Wird's überleben. Nix Tanzschuhe. Und jetzt verschwindet von dort. So, Abflug. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. So, komm mit Heini. Bist an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso leise sind, kommen wir hier raus, ohne eine Kugel abzufeuern. So. Genau. Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Ja, komm. Irgendwo muss doch daher noch der Haken sein, oder? Ich meine, wir marschieren hier einfach so rein, erst erkennen wir ihn nicht offiziell, so, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Junge, ich bin beim Keller, da müsste er eigentlich sein. Also entweder ist das ein... Ich komme hier gerade nicht hoch. Entweder ist das ein Fehler. Es kann natürlich sein, dass wir eigentlich den Ausgang gefunden haben. Das kann natürlich durchaus sein. Oder wir haben einfach Glück gehabt. So, Rinder. Wahrscheinlich werden wir gleich verfolgt. Und dabei hatte ich mich schon so ein bisschen gefreut, mich da ein bisschen durchzukämpfen. Skip Travel? Der Sturm wirbelt ordentlich was auf. Gut, das verwischt unsere Spuren. Ja, bitte. Wir haben sowieso gute Gründe, nicht gleich ins Lager zurückzukehren. Wir müssen nicht auf Nummer sicher gehen. Kostet nur Zeit.
Lieber später und lebendig als tot. Skip Travel. Also der eine oder andere Bug ist ja dann doch noch drin. Das guckst du mich so an, ich hab dir gerade geholfen. Danke heißt das Wort, was du suchst. Oder willst du mich heiraten, so wie du mich anguckst? Obwohl, naja gut, so wie du mich anguckst, hast du ganz anderes. Naja, okay, lass wir das. Okay, skippen wir mal. Wir skippen mal. Ja, guck mal hier mal. Die Häuser dort? Nö. Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Ach ja, der Sturm. Hab's vergessen. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Für das. Nein, schnell! Ich hab so das Gefühl, dass das Spiel irgendwie nicht damit klarkommt, dass wir ihn auf die Art und Weise gefunden haben. Das Spiel sagt jetzt, ja nee, irgendwie war ich darauf jetzt nicht vorbereitet. Ich muss mal durchatmen. Ja, hier ist voll duster, ich seh nix. Ich seh Folge Saul. Ja, ich müsste Saul erst mal sehen. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Ich seh nix. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Ich seh gar nichts. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Ja. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fang hier drin an. Alter. Ich geh mal da drüben gucken. Kommen wir da durch? Nee. Nützliches Zeug. Die Ingolds mussten schnell fliehen. Ja, vielleicht. Das Angebot von Biotechnica war gut. Oh, wollen wir hier hin vielleicht? Ja, reparieren, stimmt. Ah. Kauft euch Licht, oder? Das weißt du nicht. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht. Yay. Ah. Interessant. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass wir natürlich das ganze Material, was wir da an der Basis gelassen haben, dass wir das natürlich nicht mitnehmen konnten. Na, aber auf der anderen Seite, ich glaube, hätten wir da jetzt rumgeballert, das wäre, glaube ich, nur richtig abgegangen. Oh, frierst du, mein kleines Prinzesschen. Oh. Frierst du. Ging aber nicht. Oh, soll ich dich... Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Ja, natürlich. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Ach, vielleicht wackelt die. Ja, du... Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Ja, ja. Das Ding hier an. Ja, ja, ist okay. Vielleicht wackelt ja die Sicherung. Bisschen stürmisch hier. So, Sicherung reindrehen. Nee, was soll das Sicherung reparieren? Aha. Ja gut. Sei es drum. Ich denke mal, das Spiel hat einfach nicht damit gerechnet. Das Spiel hat gesagt, ja, nee, der Nordische findet das sowieso nicht. Jetzt ist das Spiel komplett verwirrt, dass ich dann doch irgendwie einen anderen Weg gefunden habe. Ihr sitzt, Hauptsache ihr sitzt schön im Warm, ne? Freut euch das, ja, Freunde. Siehst du, was ich sehe? Ja, der Heizung. Mindestens haltbar bis vorm letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Das ist wohl unser Glückstag. Na ja, klar. Glückstag. Das war tatsächlich unsere Glücksmission hier gerade. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Ja, würde ich. Stunden dauern. Ja, natürlich gerne. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Ja, das können wir ja nutzen. Der ganze Scheiß mit den Raves hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles: Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Nein, zwei Jahre. Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Weißt du, was ich an Nomaden immer mochte? Euren Hunger. Nach der Freiheit. In Night City gibt's die nicht. Konzerne haben überall ihre dreckigen Finger drin. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du ihnen euren größten Schatz einfach schenken willst. Danke, Vi. Besser hätte ich's nicht sagen können. Ja, gerne, gerne. Kein Problem, gerne. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Ooh. Aber
manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Vordrängeln? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Erzähl doch mal, was da los war. Würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Das Prinzesschen ist müde. Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Habub? Ich liebe dieses Wort. Ja, Habub klingt gut. Stimmt, muss ich mal recht geben. Habub. Habub. Was war das denn gerade? Was? Habubs. Anstoßen auf Habubs. Ich will anstoßen auf Habubs. Auf Habubs. Ja. Auf Habubs. Mann, das Zeug ist echt hart. Weißt du, was noch hart? Okay, nein, nein. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Ja, siehste. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Was, hieraus? Genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Gut, du müsstest das ganze Haus einmal abreißen und neu bauen, dann vielleicht. Es ist alles perfekt. Warte mal. Glück, dass wir die Farm gefunden haben. Ja. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Der Kunde ist König. Oha. Mal schön ausschlafen. So, als ob der Sturm direkt über uns wäre. Ich mach mal, der Kunde ist König. Mal gucken, was sie dazu. Hier im Independent California steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Das gefällt dir doch sicherlich, oder? Vorsicht. Du weißt nicht, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, vor allem, wir würden es nicht überleben, das ist das Problem. Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt schlafen. Och Mann! Ein verdammt langer Tag. Wie? Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Ja, das bedeutet mir viel. Ja. Immer wieder gern, immer wieder. Hörst du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Habubs ist. Oh, Habubs? Aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Ich glaube, es ist... Huch. Ich glaube, es wäre egal, was wir geantwortet hätten. Sie hätte wäre so oder so eingepennt. Des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Das sind ja ganz neue Töne, Johnny. Was ist denn mit dir los? Hast du da auf dem Chip da was gesoffen? Im Namen des Independence Hotels. Na, ich muss sagen, also Panem, die sagt mir schon zu. Also Judy finde ich auch sehr gut. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Das könnte ja passieren, dass es noch mir abgeht. Dass wir uns zwischen beiden entscheiden. Na gut. Naja, ich weiß nicht, ob sowas implementiert ist. Also so eine, nein, ich will nicht sagen Liebesgeschichte, aber so eine kleine Side-Romanze oder sowas. Naja, ich weiß. Gut, sprich mit Panam, das machen wir dann auch gleich. Wir können uns aber erstmal eine kleine Pause. Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Es war eine verhältnismäßig ruhige Mission. Also, ich hätte nicht gedacht, vor allem auch gerade, wenn wir extra aus Night City wieder zurückfahren müssen zur Hauptmission, dass wir das A überleben im ersten Step und dass es so einfach sein wird. Man konnte ja sehen, dass das Spiel eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, weil wir sind an Saul vorbei. Der wurde überhaupt nicht markiert, dann sind wir einen Schritt nach oben gegangen, bis wir am Eingang zum Keller gewesen sind. Und dann hieß es, oh Mensch, Saul muss im Keller sein. Ja, ach nee. Also das war schon so ein bisschen merkwürdig. Ja, also entweder das ist ein Programmierungsfehler oder wir haben tatsächlich da irgendwo irgendwie aus Versehen
eine Möglichkeit gefunden, diese Quest zu gewinnen, ohne, ja, weiß ich nicht. Also, das war ein bisschen merkwürdig. Das passt auch irgendwie nicht so zum Spiel. Ich hätte jetzt gedacht, okay, dann irgendwo irgendjemand löst Alarm aus und dann geht der Tanz los. Aber, tja, ansonsten bin ich aber der den Alarm auslöst. Naja, wie dem auch sei. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Folgen mit Judy und mit Panem weitergeht. Mal gucken, vielleicht geht da noch was. Vielleicht mal so auf einen Kaffee, mal auf ein Date oder sowas. Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht, dass es über den Oberschenkel streicheln, dass es was gebracht hätte. Naja, okay. Gut, also, wir sehen uns morgen wieder. Also, macht es gut. Bis zur nächsten Folge Cyberpunk 2077. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.